Hallo Linux- und PC-Freunde, in diesem Video geht es mal um die Installation eines Linux-Systems auf einem sehr alten Rechner. In dem Fall ist es ja ein Acer-Laptop mit einer Celeron-M-CPU. Und wenn man da Linux installieren will, dann bekommt man folgende Fehlermeldung. PAE disabled, use parameter force PAE to enable at your own risk. Das bedeutet, der Prozessor hier, der unterstützt offenbar PAE nicht, dieses Physical Address Extension, aber der Linux-Kernel braucht das. Und also dieses PAE ist ein technisches Verfahren, um 32-Bit-CPUs dafür vorzubereiten, dass man größer als 4 GB Adressen ansprechen kann. Das wird intern in der CPU über ein sogenanntes Paging-Verfahren gemacht, was sehr kompliziert ist. Und der Kernel hier in dem Fall braucht das. Und was man jetzt machen muss, man muss dieses Force PAE beim Starten, beim Booten einstellen. Und dann kann auch hier so ein System auf so einem alten Rechner installiert werden. Ich werde jetzt mal den Rechner neu starten und zeige, wo man es einstellen muss. Der Rechner startet jetzt und er checkt gerade noch die CD-ROM. Und wenn jetzt oben dort die Information kommt, dass er dort Linux starten will, dann drückt man F6. Also es dauert hier noch einen Moment. Jetzt kann man mehrmals drücken. Und dann gelangt man hier in diese Anzeige, in dieses Fenster. Und hier ist eine Option Start with PAE Forced. Es gibt bei Linux Mint diese Möglichkeit. Bei anderen Systemen wie Ubuntu, Mate oder sowas. Dort muss man diesen Parameter per Hand eingeben und das zeige ich gleich auch nochmal. Wenn ich jetzt also hier Start with PAE Forced, also Enter drücke, dann kann der Rechner ganz normal hier hochfahren und das Betriebssystem kann dann installiert werden. Ich starte gerade hier Ubuntu und das ist eigentlich genau das gleiche. Warten bis die Meldung hier kommt, F6 drücken. Hier erscheint zunächst die Abfrage der Sprache, die ich auf Deutsch hier stelle. Das kann man mit Enter bestätigen. Bevor man jetzt die Version hier ausprobiert oder installiert, geht man hier mit F6 auf Sonstiges. Also wenn ich hier zum Beispiel installieren will, gehe ich zuerst auf Ubuntu installieren. Dann gehe ich mit F6 hier rein. Dann kommt hier so ein Menü, das nehme ich weg mit Escape. Und dann gebe ich hier unten rechts ein Force PAE. Also hier mit erstmal zurück und dann einfach Force PAE eingeben und Enter drücken und dann wird das System normalerweise installiert. Wie man sieht, habe ich hier Linux Mint installiert. Das heißt, dieser Parameter Force PAE wird hier auch in den Bootloader mit aufgenommen, sonst würde das System hier gar nicht starten können. Also jemand, der so einen alten Laptop hat mit einem Celeron M oder Pentium M, der muss hier diesen Parameter angeben und dann lässt sich auch so ein Linux-System hier normalerweise problemlos installieren. Das war es mal wieder. Weiterhin viel Spaß und tschüss.